Hallo, schön, dass du bei mir vorbeischaust. Ich bin die Steffi von Stempelbienchen und ich begrüße dich zum letzten Teil meiner Reihe 7 Tage mit der Produktreihe Geteilte Leidenschaft. Und nach den ganz vielen Karten zeige ich dir jetzt nochmal die zweite Verpackung aus dieser Reihe. Und zwar habe ich hier so ein kleines Döschen, ein kleines Geschenkedöschen, so eine Geschenkverpackung. Hier mal näher. Und was befindet sich wohl da drin? Ein Hanuta. Natürlich kannst du die in jeder Variante machen, wie du möchtest. Das Besondere an dieser Verpackung ist, du hast hier eine abgerundete Kante und du siehst hier keine Klebelaschen. Das fand ich sehr schön. Das finde ich sehr schön. Dekoriert habe ich das mit einem Designerpapier, ein paar Blümchen drauf, einen kleinen Spruch und ein bisschen Zweige. Hier habe ich Savanne genommen, das ist ja nicht im Produktpaket dabei, aber jetzt basteln wir sie in Himbeerrot. Was brauchst du alles für die Verpackung? An Papieren benötigst du ein Stück in 14,2 x 14,2 und ein Stück Himbeerrot in 14,4 x 14,4. Also das ist der Deckel und das ist der Boden davon. Dann brauchst du noch zwei Stücke, das ist nachher hier die Wellenkante, zwei Stücke auch in Himbeerrot. Da habe ich verwendet für die Außenstanzen. Quadrate, langeweise Quadrate. Das ist der zweitgrößte Wellenviereck. Dann benötigst du das Designerpapier. Geteilte Leidenschaft habe ich jetzt verwendet. Und zwar ein Stück in 6 x 6 cm und dann vier Stücke in Quadrat. Ich könnte das viel direkt machen. 1,5 cm mal 6 cm. Brauchst du auch nochmal vier Stücke. Ich habe mich diesmal bewusst entschieden, kein Blumenmuster hinten drauf zu machen, weil ich fand, da kommen hier oben drauf die Rosen nicht so wirklich so gelb und dann ist das mir unruhig. Aber das ist ja Geschmackssache. Für die Zweige brauchst du Olivgrün, habe ich jetzt verwendet. Für die Rosen verwende ich diesmal Minzmakrone und Savanne. Habe ich das schon zwei Röschen fertig gemacht. Die dritte machen wir zusammen. Und ein Stück Vanillekarton für nachher den Spruch. So, den Spruch habe ich übrigens aus Bannerweise Grüße, weil die sind sehr schön klein. Die sind klein und der hat mir besonders gut jetzt hier drauf gefallen. So, den Spruch habe ich in Wildleder gestempelt und diesmal brauchen wir auch ein paar Stanzen. Einmal für die Rosen habe ich den 2-Zoll-Kreisstanze verwendet, dann habe ich diese Stanze verwendet, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Ich weiß nicht, ist die noch aktuell, also für so einen schmalen Streifen. Dann und diese Blattstanze. Die stammt hier aus dem Herbst-Winter-Katalog. Ich weiß nicht, sonst, du kannst auch natürlich andere Blätter verwenden. Ich hatte jetzt gerade die Handstanze, es ging jetzt schneller. Habe ich gerade zur Hand gehabt. So. Oder habe die gerade da gehabt. Fangen wir jetzt ganz einfach an. Und zwar mit den zwei großen Himbeerstücken. Himbeerrot-Farbkarton. Muss natürlich gucken, welcher ist hier
der Boden. Das ist der kleinere ist der Boden. Das ist dieser. Dann brauchst du natürlich unser Schneidebrett. Und jetzt lasse ich die Musik laufen. Du machst bei beiden Stücken rundherum bei 2 cm eine Falz und bei 4 cm rundherum eine Falz. Machst du bei beiden Stücken, also einmal bei 2 cm und einmal bei 4 cm außenrum an jeder Seite. Dann sage ich, dann sehen wir uns gleich wieder. You make me weak in the knees, and I believe you and me. So darling, please fly away with me, and you will see that you belong with me. Wenn du das jetzt alles gefalzt hast, nehmen wir uns zuerst den Boden vor, damit wir gleich nicht durcheinander kommen. Also das kleinere Stück ist der Boden, den machen wir jetzt fertig und ziehen jetzt überall die Falzlinien einmal nach. Und dann schneiden wir den zurecht und machen den Boden dann komplett fertig, damit wir gleich nicht durcheinander kommen. Jetzt schneiden wir uns den zurecht. Ich zeichne dir mal an, was wegkommt und was stehen bleibt. Und zwar sind ja hier die 4 kleinen. Ich hole dich mal gerade ran. Sind ja hier 4 kleine Kästchen. Du holst weg diesen, diesen und diesen. Das machst du auf allen 4 Seiten. Ich schneide es jetzt alle ab, die vier Seiten. Schneidest du jetzt zurecht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Lass wieder die Musik laufen, damit das Video nicht allzu lang wird. Und dann schneiden wir jetzt drauf los. Underwater, so far out at sea. There's no cure for what you're telling me. And soon I'm on my way. So, wenn du fertig bist mit Zuschneiden, müsste das jetzt so aussehen. Und dann kommen wir auch schon zum Zusammenbau. Ich habe hier das doppelseitige Klebeband verwendet. Das drehe ich dann hier zur Außenseite und mache schon mal auf jeder Klebelasche einen Klebestreifen drauf. Dann drehst du das Ganze um und machst ebenfalls hier außen oder machen wir nachher zum Schluss, glaube ich. Genau, machen wir lieber zum Schluss. Ich werde mal auch schauen, ob das alles so passt. Bauen wir jetzt erstmal wie eine ganz normale Schachtel alles zusammen. I was wandering round town in a city of gold when I was struck by. Jetzt brauchst du die Außenlaschen
nur noch mal innen zu klappen und schauen, ob alles so passt. Jawohl, dann können wir das jetzt, können wir da jetzt auch außen das Klebeband drauf machen. So, nach unserem Probelauf, wenn das alles gepackt hat, gepasst hat, kannst du entweder so lassen, einfach einklappen, oder machst noch einen kleinen Klebestreifen drauf, damit das auch ja hält. Also ich mache immer ein bisschen mehr drauf. Sicher ist sicher. Und falls, so ist das mir bei dem, Entschuldigung, so ist das mir bei dem jetzt auch passiert. Da hatte ich nicht hundertprozentig gefalzt. Da war die Außenseite hier ein bisschen zu lang. Dann schneidest du einfach ein Streifchen ein bisschen mit der Schere ab, dann passt das. Oder wenn die Ecken nicht hundertprozentig passen, einfach ein bisschen anstrengen, dann passt das alles. Before I could say that all I want is you and to be near, standing where you are, I'll give you my heart, peace when we're apart. But then he walked by, you see, walked by and started to smile, got up and took him by the hand. Now I understand that he is your man. You make. Hast du schon deinen, im Grunde genommen, den Bund fertig? Probieren wir mal aus, ob das hineinpasst. Ja, passt wunderbar, hat Luft, wackelt, passt alles. Ich habe die Box ein bisschen größer gemacht, weil je nachdem, wie die Verpackung ist, kann es auch schon mal passieren, dass wenn das Papier ein bisschen mehr lockerer sitzt oder breiter ist, dann passt der Nutter nicht ganz rein. Hier passt es jetzt hundertprozentig rein. Ja, dann noch ein bisschen Luft. Ist ja egal. Passt beides. So, und dann nimmst du dir schon mal ein Quadrat. Machst jetzt hier Kleber drauf. Komm, ich mach hier auch doppelseitiges drauf. You make me weak in the knees. So. Und jetzt schauen, ob man es schön mittig drauf setzt. So. Und jetzt hast du diesen kleinen schönen Rand. So, dann ist der Unterboden fertig, können da unsere Nutter reinsetzen und wir geben uns jetzt an den Deckel. Da gehst du genauso vor, machst wieder hier die drei weg und baust das, kannst das genauso zusammenbauen wie hier auch. Ich lasse jetzt nochmal die Musik laufen und dann sehen wir uns gleich noch. Bevor ich vergesse, wir können, bevor wir die jetzt zusammenbauen, das wird ja jetzt innen, kannst du jetzt die vier Streifen Designerpapier nehmen. 1, 2, 3. Habe ich jetzt einfach eins. Und drehst die auch um. Ja, ich habe hier ein bisschen komisch geschnitten. Sieht komisch aus, ich habe mich schon über mich selber geärgert, aber egal. Und kannst die hier so draufkleben. Dann ist das nämlich, hier habe ich sie nachträglich drauf gemacht, das war mir mühsam. Klebst du hier außen, also hier ist hier innen, hier ist außen, in der inneren kleinen Schachtel. Hier ist hier außen, das wird hier nachher nach innen geklappt. Hier außen auf die Fläche kannst du das draufkleben. Now's the time to reap what I've sown. Your words echoing in every single bone. Underwater, so far out at sea. There's no cure for what you're telling me. And soon I'm on my
I'm on my way. Yes, I'm on my way. So, ist der Deckel auch schon zusammengeklebt. Und wie man sieht hier keine Laschen. Finde ich jetzt persönlich viel schöner, wenn man nichts mehr innen drin sieht. Und zum Zweiten, der Vorteil ist, der Deckel oder beziehungsweise der Boden sind viel mehr stabil. Jetzt mal schauen, ob das hier reinpasst. Passt, wackelt, hat Platz und auf jeden Fall passt das hier. So, dann können wir jetzt verzieren. Dann legen wir jetzt den, holen wir uns das andere Viereck, gewählte Viereck und das Designerpapier. Kleben wir das jetzt aufeinander. Schön mittig. Und dann können wir den Deckel noch mal besser Tombo. Wo haben wir den Tombo? Ach ja. Machen wir jetzt einfach hier Tombo drauf. Und kleben den Deckel schön mittig hier drauf. Jetzt haben wir den soweit fertig. Jetzt habe ich natürlich hier Streifen. Wenn du jetzt so legst für deine Deko, also dass du nachher so ist, hast du Streifen quer und hier waagerecht. Und das möchte ich nicht. Ich möchte auch haben, dass die Front dann auch senkrecht geht anstatt waagerecht. Deswegen musst du ein bisschen drauf aufpassen, wie du ein Muster schneidest, wie du es haben möchtest. So, ich möchte das so. Ich habe mir jetzt als Deko habe ich mir Blümchen gemacht. Rosen, Rosia. Wie ich die jetzt gemacht habe, zeige ich dir. Dafür nimmst du jetzt noch ein Stück Minzmakron oder welche Farbe du haben möchtest. Nimmst die 2 Zoll Kreisstanze und stanzt dir einen Kreis aus. Nimmst du deine Schere und schneidest eine Spirale raus. Und Fleisch, also ich benutze jetzt die Heißklebepistole. Mach die schon mal an. Und schneide jetzt die Spirale hier raus. You make me weak in the. Und jetzt drehst du die auf. Manch, du kannst dir entweder einen Stift holen. Ich wickele die immer so auf. Und drehe und drehe. Hoppala. Und schmeißt sie da runter. Und jetzt sehe ich doch mein Akku meiner Kreisklebepistole leer ist. Na super. Das ist natürlich jetzt klasse. So, und hier unten, das wird dann einfach hier unten drunter gesetzt. Ich muss da meine Heißklebepistole jetzt leer ist. Mach die jetzt wieder aus. Aufladen und dann mache ich jetzt mal hier Kleber rein und halte die gerade fest
dass sie trocknet. So, und so hast du jetzt schon dein Röschen fertig. Du kannst sie auch mehr locker auseinander drehen, wie hier. Das ist ganz egal. Das kannst du machen, wie du möchtest. Jetzt setzen wir die so drauf. So, jetzt sind dann die Röschen fertig. Ich muss ja sagen, die sind jetzt schöner wie diese. Aber naja, jede ist individuell. Keine gleichen. Natürlich, desto größer der Durchmesser vom Kreis ist, desto größer wird die Blume. Desto kleiner wird sie kleiner. Weil das mir aber jetzt ein bisschen zu langweilig war, habe ich mir noch mit Blätter unten drunter gelegt. Ich habe mir jetzt die Wiese geholt. Ich stanze mir jetzt einfach drei Blätter aus. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und leg die jetzt mit unten drunter. Mal schauen, wie ich die jetzt hinlegen möchte. Dann befestige ich die jetzt mal so. Schneide hier unten noch ein bisschen die Stielchen ab. Ich gebe auf jeden Fall ein bisschen Tombo. So. Hier jetzt auch noch. Mir gerade so einfällt, man könnte den natürlich auch Struktur geben, den Blätter. Und man wird die Blätter ein bisschen inken, dann wäre wahrscheinlich auch mehr Leben drin, aber ich lasse das jetzt mal so. Wenn du magst, kannst du ja mal gerne inken. Vielleicht sieht das ja auch nicht schlecht aus. Mit Olivgrün oder welchem Grün du auch da hast. So, jetzt können wir ein paar Blümchen drauf platzieren. Mit Heißklebepistole geht das natürlich ein bisschen schneller. Aber wenn der mal trocken ist, der Tombo, dann passt das auch. Jetzt nehmen wir uns noch ein Stückchen Vanillekarton. Den Spruch vielen Dank habe ich jetzt genommen aus diesem Set. Aber ich finde, der hat sehr schön Glückwunsch, Hallo, alles Liebe. Der hat, die sind so schön klein, die Sprüche. Und deswegen hat das mir so gefallen. Ich hatte auch mit größeren probiert, aber das sieht, also fand ich jetzt persönlich nicht schön. Das ist hier natürlich auch Geschmackssache. Übrigens nehme die Stanze. Du kannst auch eine andere Stanze nehmen, das ist ja ganz egal. Hauptsache es ist länglich oder du schneidest das von Hand aus. Passt auch. Jetzt stanze ich aber so, dass ich das vielen Dank möglichst rechts habe. Schau, dass das gerade ist. Und stanze das dann aus. Hier hinten ist das jetzt egal, das muss man jetzt so abschneiden. Ab. Und dann können wir das hier unten drunter schieben. Ich mache jetzt noch ein bisschen Kleber drauf. So. Schieb das jetzt so schön hier unten drunter. So.
lasse das hier ein bisschen hochknicken, dass es ein bisschen Volumen hat. Was wir auch noch machen könnten, wäre Perlenschmuck nehmen. Und zwar hier unten die dicken Perlen. Können wir mal auch gucken, wie schauen, wie das aussieht. Und setzen die hier rein. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ist hier noch richtig hübsch. Oder was meinst du? So, und schon ist die Box fertig. Einmal ohne Perlen, einmal mit Perlen. Kannst du mal sagen, was dir besser gefällt. Und so, das war jetzt mein letztes Projekt meiner Produktreihe. Das nächste müsste jetzt offiziell dann am Sonntag wiederkommen. Was wollte ich noch sagen? Ich würde mich mal freuen, wenn dass du mir unten in den Kommentaren schreibst oder auf meinem Blog, egal wo, oder per E-Mail, wie du die Produktreihe findest, also beziehungsweise wie du so eine Reihe findest, wo ich dir jeden Tag ein kleines Video zeige. Weil sonst würde ich das mal öfters machen, wenn das dir gefallen würde. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Bleib gesund und dann sehen wir uns am Sonntag spätestens wieder. Bis dann. Tschüss.